Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Sky. Und ja, heute möchte ich mal wieder anfangen, etwas in Betrieb zu nehmen hier. Da muss ich auch noch was ändern. Wegen dem ME-System und sowas. Deshalb gehe ich erstmal in die Verwaltungszentrale hier, also in die sogenannte. Da habe ich nämlich alles hier schon mal freigeräumt. Hier ist nämlich nur noch das Zeug für Items da, der Tesseract. Der geht hier hoch in die Kiste. Und das war's. Mehr ist hier nicht. Deshalb stelle ich erstmal hier ein... Ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange einfach mal hier an. Ein Tesseract, der Hauptstrom out hat. Dann... Ja, Energy bekommt. Gut. Das war's, glaube ich. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht, denn ich brauche ja noch Kabel. So, welche haben wir denn da alles? Wir haben nur RedNet-Kabel, oder? Ach nein, durch Mechanism haben wir jetzt auch mehr Light. Wie viel können die RedNet? Ich weiß es nicht. Sind RedNet besser? Ich meine, ich könnte ja auch richtig übertreiben und... Ich weiß gar nicht, die... Wie hießen die? Grü... Irgendwie so? Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Ach, hier ist RF-Tools. Genau, mit RF-Tools möchte ich auch mal anfangen, damit ich dann ein paar Items hab irgendwann. Ja, aber da brauche ich erstmal mein Haus wieder und da würde ich bald sagen, Autocrafting würde ich davor auch noch, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht schiebe ich noch Autocrafting davor, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher und ich finde die gerade nicht. Kann sein, dass das nicht drin ist, aber ich wollte ja einfach ein Cable und dann nehme ich die RedNet Cable. Ich schätze zwar, dass ich genau das Falsche nehme, aber das ist mir dann egal. So. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Und Tesseract. Ich weiß gar nicht, wie machen wir das jetzt? Der soll Energy senden. Und Items bekommen. Wäre das sinnvoll? Items in Mob Essenz und Strom. Mob Essenz out. Harvester Sludge. Also Flöte auf jeden Fall nicht, das brauchen wir nicht. Lager Items sortieren. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich was hier hatte. Das ist das gesamte Problem eigentlich. Also der soll auf jeden Fall Items bekommen. Das ist schon mal okay. So, da wäre aber noch die Frage. Wenn ich das jetzt anschalte, dann passiert hier ein Riesenchaos. Denn die Harvester bekommen Strom. In den Tesseracts stauen sich die Items. Und ja, alles fliegt hinher. Und das wäre nicht so gut. Deswegen müsste ich eigentlich... Hier fehlt ein Block, okay. Stimmt. Hier habe ich das ja auch im entfernt, das Ender-IO. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Genau, jetzt müsste ich das ja abbauen. Gut, hier bin ich wieder und... Ja, der Harvester. Hier waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Fluid Receive und Energy Receive, okay. Der braucht Energie. Die bekommt er auch von hier. Also wäre es vielleicht doch sinnvoll, solche Harvester-Abschnitte und so zu lassen. Stimmt, ich muss ja sowieso das alles bearbeiten. Also wäre es schon sinnvoll. Trotzdem kann ich das jetzt nicht einschalten. So, wenn die Items dann da sind... Gut, dann müssen wir nochmal hoch. Ich brauche ja noch... Oh, das war wieder zu hoch.
Ich brauche noch die Crafting Table. So. Nee, das müsste, wenn dann hierhin. Oh, jetzt hat's aber tüchtig geleckt. Jetzt wäre natürlich die Frage. Vielleicht. Falsch. Ach komm. Ja, hier bin ich wieder. Den ab, den hier ran. Und hier hinten. So, dann lang. Das war eins zu viel. Oh je, wie soll ich denn das schaffen? Ach, von hier komme ich auch ran. Das ist perfekt. So. Dort ist gar kein Kabel. Und zack. Ja, ich hab's geschafft. Die haben jetzt schon mal alle Strom. Das ist schon mal perfekt. Hier oben müssten dann andere lang gehen, glaube ich. So, komm schon. Das dauert immer alles so lange jetzt. Item Conduit. Dann bräuchte ich noch Item Filter. Und das war's eigentlich. Von jedem brauche ich jetzt noch eins zum Abknipsen. Einmal hier. So, also ich habe schon mal hier angefangen, einen Filter reinzutun. Hier kommt Aluminium Nuggets rein. Und ja. So ist das schon mal perfekt. In and out. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, Insert ist am besten. Deshalb Insert, hallo? Ach ja. Dann mache ich mit dem Diamant weiter. Das geht ganz einfach. Man drückt einmal auf das Rezept. Dann tut man hier schnell das einreihen. Und auf Apply drücken. So, dann beim nächsten gleich. Ich weiß gar nicht, würde ich hier sagen Emerald? So, ich habe das alles geschafft, mit den Filtern hier einzustellen. Dann würde ich sagen, ich bräuchte nochmal eine Reihe hier, um das alles zu extracten. So. Und ich drücke mal kurz F7. Hier ist nichts, aber dort unten. Okay. Dann brauche ich ein Tesseract, der das alles in die Lager-Items tut. Lager-Items sortieren muss jetzt nicht sein. So, zack. Und ich glaube, das wäre vielleicht noch angebracht, sowas hier zu machen. Zack. Und jetzt noch zu sagen, bei den allen hier always active, damit es auch immer funktioniert. So, also ich bin jetzt fertig und hab hier alles hoffentlich richtig eingestellt. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich das gleich in Betrieb nehme, denn ich habe jetzt irgendwie schon so komische Lags. Also, das ist richtig komisch. So, dann würde ich aber sagen, das war's schon mit dieser Folge. Ich werde vielleicht offscreen das noch zu Ende bauen und das dann in der nächsten Folge zeigen, wie ich das alles gebaut habe. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wer noch nicht abonniert hat, der hat jetzt die Chance, um keine Videos mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.